Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Rizzo und zwar heute mit der Folge 007 in Staffel 2. Und heute gibt es ein ganz leckeres Gericht. Zu meiner Saison in der Schweiz, die ich getätigt habe, gab es ein Alpengericht, Elbermeerkrone mit Apfelragout. Ich hoffe, euch gefällt's. Bleibt dran. Ciao, euer Rizzo. Bis gleich. So ihr Lieben, hier sind wir wieder und heute habe ich natürlich auch wieder einen Gast dabei. Heute ist der Moritz da. Moritz hat sich so ergeben im Prinzip, dass wir eine Anfrage bekommen haben. Moritz kocht leidenschaftlich gern. Moritz kommt hier aus dem Nachbardorf, oder? Genau, Moritz? Aus Halsbrücke. Halsbrücke, genau. Und was sich sogar herausgestellt hat, er möchte gern den Beruf eines Koches lernen. Genau. Nach der 10. Klasse ist es mein Wunsch, mein Traum, Koch zu studieren. Und studieren klingt gut. Eine Kochausbildung zu machen. Passt. Und dann ja, im Restaurant zu arbeiten. Und mein größter Traum wäre es dann, ein eigenes Restaurant zu führen. Okay, cooles Ziel. Na, und Träume soll man definitiv haben, das ist wichtig, weil das einen natürlich auch antreibt, ne? Wenn man Träume hat. Genau. Ja, wie das eben halt so spielt, das Leben. Moritz ist heute da. Moritz hat Geburtstag gehabt am Montag. Alles Gute nochmal nachträglich, ganz Danke. Klar. Und was mir gerade auffällt, ich habe sogar noch meine Mütze auf. Die brauchen wir ja heute gar nicht. Hä? Genau, Mütze ab. Wie liegt's Haar, Robert? Liegt. So wie es liegen sollte, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Gut, also wir kochen heute im Prinzip ein Gericht. Da kam die Inspiration dazu, weil mich die Niki natürlich gefragt hat, was gibt's denn heute hier, was hast du auf deiner Agenda stehen? Und sie hätte wohl noch Kartoffeln da und habe ich gedacht, okay, Kartoffeln, cool. Kartoffeln klingt cool. Und dann schoss es mir, wir kochen eine Elbermeerkrone. Elbermeerkrone ist im Prinzip, genau, danke, Elbermeerkrone ist im Prinzip Kartoffel und Nudeln in einem Gericht. Na? Mit einem schönen, wunderbaren Bergspeck mit einem Bergkäse, mit Zwiebeln, mit Rahm, gehört natürlich auch mit dazu. Und das Banale, noch ein Apfelkompott dazu. Und das sollte lauwarm sein. Also wo ich das in meiner Zeit in der Schweiz, wo ich gewesen bin, das zum Personalessen bekomme, habe ich gefragt, hä, was ist denn das? Was geht hier ab? Hä? Aber als ich es dann probiert hatte, mega. Also wirklich ein mega geiles, leckeres Essen. Und das werde ich heute mit Moritz zusammen kochen. Genau. Und dafür haben wir natürlich auch eine Pasta da und jetzt kommt sie ins Spiel. Ich hatte es ja schon mal in einem Podcast von mir erwähnt und zwar Pasta Sgambero, die nehmen wir heute mit dazu. Bei der Elbermeerkrone kommt eigentlich eine Röhrennudel, die maximal eine 6 cm Länge hat, dazu. Aber wir nehmen heute einfach mal Pasta Sgambero und probieren die in dem Schweizer Nationalgericht. Genau, also fangen wir an, oder, Moritz? Ja. Du wirst dich als erstes erstmal um das Apfelkompott kümmern. Wir haben hier einen sächsischen Apfel, einen Bosskopf. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr alte Sorte. Schön säuerlich. Und die Süße werden wir ganz einfach mit dem Sirup, den wir uns ansetzen, einfach dazugeben. Wir lassen die Schale dran. Unter der Schale sind die meisten Vitamine und Mineralstoffe, die natürlich unserem Gemüse oder dem Obst halt die Kraft auch geben und die wäre es jetzt zu schade, ganz einfach wegzuschälen. Deswegen lassen wir es dran. Das heißt, als erstes setzen wir uns aber trotzdem den Sirup an und dafür hast du hier einen braunen Rohrzucker. Wir haben hier ein paar Wintergewürze. Das heißt, was haben wir hier? Zimt und Sternanis. Sternanis. Sternanis, genau.
Am besten auch immer mal anfassen. Wir nehmen natürlich nicht alles am Zimt. Das ist natürlich extrem viel. Und Sternanis kannst du ja auch mal, ne, wenn du den mal auseinanderbrichst, mal dran schnupperst. Da am besten einmal zerbrechen, ne, damit die ätherischen Öle sich entfalten können. Riechst du? Ja. Genau. Und zwar machen wir den Ansatz so, wir geben hier erstmal so einen Löffel oder anderthalb Esslöffel von dem braunen Rohrzucker hier rein. Schalten wir hier mal an. Genau. Und den werden wir jetzt karamellisieren lassen. Natürlich brauchen wir dazu ein bisschen Flüssigkeit. Dann nehmen wir etwas von dem Apfelsaft. Den Apfelsaft müsst ihr nochmal schütteln vorher. Ein Natur drüber, genau. Dann tut man hinten so schön drauf. Jawohl. Und jetzt kannst du oben aufmachen und tust den Boden so leicht begießen halt nur, ne? Genau. Das reicht erstmal. Und jetzt werden wir den Zucker im Prinzip hier auflösen lassen und dann wird er sich so langsam wellen, ne? Wird dann auch die Farbe verändern und dort muss man aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, ne? Weil wenn der Karamell halt so dunkel wird, dann wird er bitter. Da haben wir Bitterstoffe und die wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen so einen schönen goldbraunen Karamell haben. Da kannst du schon den Stangenzimt dazugeben und den Sternanis, alle beide im Ganzen. Einfach mit rein. Genau. Und das lassen wir jetzt köcheln, ne? Ich werde dann im Prinzip die Info geben oder das Zeichen geben, wann wir wieder Apfelsaft aufgießen. Und da kann ruhig die halbe Flasche von dem Apfelsaft damit rein. Okay. Okay? Ja. Genau, jetzt werden wir uns zwischenzeitlich mal flugs um den Ansatz für die Elblemerkröne kümmern. In der Zeit, wo du die Äpfel schneidest, kümmere ich mich erstmal um die Kartoffeln. Ne? Hier habe ich festkochende Kartoffeln. Die werde ich schälen, in kleine Würfel schneiden. Wir machen im Prinzip jetzt erstmal unser Mise en place, also unsere Vorbereitung. Ne? Alles vorbereiten, das heißt Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden, Zwiebeln schälen, in Würfel schneiden, Knoblauch schälen, klein schneiden, den Speck auch klein schneiden in feine Streifen. Und dann fangen wir an, unseren Ansatz zu machen. In der Zwischenzeit können wir uns ja ein bisschen unterhalten. Genau, also du kümmerst dich um die Äpfel, halbieren, vierteln, Kerngehäuse rausschneiden. Soll ich das nochmal zeigen? Ja, kannst du gerne machen. Nimmst du dir hier am besten so ein großes, halbieren, vierteln, Kerngehäuse raus. Dann schneidest du hier so in Scheiben halt, ne? Und dann die Größe. Und dann nimmst du dir einfach wieder eine Schüssel daher. Die Äpfel da rein. Ne? Ja. Okay. Zwischendurch darfst du natürlich gern auch mal so einen Apfel halt probieren. Vorsicht auf deine Finger aufpassen, aber das weißt du ja schon, wie die Fingerhaltung ist, ne? Ja. Genau, ruhig ein bisschen dicker schneiden. Genau, perfekt. Super. Gut, ich werde in der Zwischenzeit mal hier die Kartoffeln schälen. Und schaut mal, was ich entdeckt habe. Will mir diese Kartoffel was sagen? Ich glaube schon. Oder Moritz? Was die Mutter Natur uns so gibt, oder? Da gibt sie uns eben halt auch mal eine Kartoffel in Herzform. Also, kochen mit Liebe. Ne? Genau, Moritz, du bist 15 geworden, ne? Genau. Cooles Alter. Ja. Und da ist man natürlich so langsam auf der Suche, ja, nach einem Beruf, den man erlernen möchte. Und du hast mir so im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du natürlich zu Hause auch gerne kochst. Und was du da so kochst, du verfolgst mich ja auch so ein bisschen. Ja. Du kochst auch mal ein paar Sachen nach, finde ich cool. Und genau, du kommst im Prinzip aus der Schule und gehst in die Küche und fängst an zu kochen. Oder wie muss ich das verstehen? Genau, ich habe relativ kurz zur Zeit Schule. Corona-bedingt ist das alles ein bisschen verkürzt worden. Und da bin ich jetzt relativ früh immer zu Hause. Und dann je nachdem, was wir da haben, auf was ich Lust habe, koche ich viel mit Hähnchen. Okay. Hähnchen gefällt mir sehr. Außerdem bin ich ein Riesenfan von Kartoffeln. Also ich könnte zu jedem Gericht Kartoffeln okay. als Beilage machen. Ich
gibt es ja auch viele Variationen. Ja, und dann stehe ich Minimum eine halbe Stunde nach der Schule in der Küche, ob abends oder mittags, es ist dann je nachdem, wer da ist, wer mitessen möchte. Also kochst du für die Familie sozusagen, oder? Genau, für die Familie. Cool. Für meine Geschwister. Die essen das immer alle. Gibt sehr positives Feedback. Schön. Denen schmeckt das immer sehr. Und wann hast du für dich entschieden, dass du den Beruf des Koches lernen möchtest? Ich habe als ganz kleines Kind in der Grundschule schon bei meiner Oma. Wir hatten immer, mein Papa hat da mitgewohnt, meine Oma, mein Onkel, meine Tante. Und da war es dann immer so, man kam aus der Schule wieder und man hat der Oma beim Kochen geholfen. Okay. So, und da war schon für mich klar, Kochen macht mir Spaß, Kochen ist meine Leidenschaft. Und dann in den letzten Jahren halt hat man immer mehr selber gekocht und da ist es dann halt so gekommen und da habe ich mir dann gedacht, warum sein Hobby, sein Wunsch nie auch als Beruf ausüben, wenn es einem ja Spaß macht. Das ist ganz wichtig, ne? Du sollst auf jeden Fall machen, was dir Spaß macht. Und wenn dir Kochen Spaß macht, dann schnuppert dort auf jeden Fall mal rein. Und wie ich vorhin gehört habe, bist du immer noch auf der Suche nach einer Praktikumsstelle, wie auch immer. Oder genau. Die Möglichkeit des Praktikums wird ja noch gegeben sein, weil dein letztes ist wohl irgendwie ausgefallen. Genau, Corona-bedingt. Das wäre ganz einfach. Wenn du da Hilfe benötigst, bin ich gern für dich da. Kann ich dir gern was organisieren in der Umgebung. Oder behilflich sein bei der Organisation eines Praktikumsplatzes. Und ansonsten kannst du ja gern, wenn die Zeit auch da ist, dafür hier mal vorbeischauen, weil wir sind ja nur, jetzt nicht täglich, aber regelmäßig hier in Konradsdorf. Und wenn du Fragen hast, kannst du immer gern vorbeikommen und fragen halt. Ne? Du hast mir erzählt, das eine, ich glaube, war das Club-Sandwich oder unser Beef-Burger, den wir mal gemacht haben hier in einer Folge, den hast du nachgemacht. Genau, eine abgewandelte Form hatte ich davon gemacht. Da habe ich mich so ein bisschen von vielen Gerichten inspirieren lassen. Und zwar ist das ein Baguette, haben wir da genommen. Ja. Zum Vatertag für meinen Stiefvater habe ich das gekocht. Und zwar ist das ganz einfach. Man nimmt ein Baguette, schneidet das auf, reibt die Innenseite des Baguettes mit Öl ein. Dann kommt es in den Ofen, bis es kross goldbraun ist. Dann schmieren wir da, je nachdem, was für Soßen man mag. Ich habe in meinem Fall zum Beispiel Sour Cream, Remoulade und Senf genommen. Das schmiert man da drauf. Während das Baguette dann im Ofen war, habe ich mein Steak gebraten. Das haben wir dann in Scheiben geschnitten. Und dann in der gleichen Pfanne noch die Zwiebeln karamellisiert, also richtig schön soft gemacht. Und das haben wir dann draufgelegt, die andere Baguette-Hälfte dann oben drauf mit etwas Cheddar. Und dann haben wir das zum Vatertag gegessen. Und meinem Stiefvater hat es sehr gefallen. Und er hat gesagt, ich soll es gerne mal wieder machen. Cool. Und dann habe ich das nochmal gemacht und ich würde es immer wieder essen. Also hast du dich selber ein bisschen ausprobiert in der Hinsicht. Genau. Das gehört ja beim Kochen auch mit dazu, auch mal experimentieren, seinen eigenen Stil auch mit einbringen. Das ist ganz wichtig. Ne? Genau, hier siehst du jetzt schon, ne, das Wasser verdampft aus unserem Saft. Ne? Mhm. Und im Endeffekt verfärbt sich jetzt hier unser Zucker. Ne? Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir da Obacht geben, dass er in der Hinsicht nicht anbrennt, sondern dass wir wirklich so eine schöne goldbraune Farbe hinbekommen. Super, hast du mal so ein Stück Apfel probiert? Ja. Und? Säuerlich, süß. Sehr gut. Also passt. Ja. So. Na, jetzt kommen die Blasen, die sich hier entwickeln. Siehst du ja, ne? Jetzt ist gleich der Zeitpunkt, dass die Flüssigkeit weg ist. Und ganz wichtig, dort niemals mit dem Finger rein, ne?
Hast du schon mal selber Bonbons gemacht? Karamellbonbons? Leider noch nicht. Kommt natürlich man sehr gern dazu, wenn man probiert, mal mit dem Finger so reinzugehen, aber hier ziehst du dir wirklich die Haut vom Finger runter. Also Zucker wird immens heiß. Ne? Und das Problem ist, es bleibt eben halt auch kleben. So, das kannst du eigentlich machen. Warten noch eine halbe Minute. Eine halbe Minute, bis du den Apfel da geschnitten hast, denke ich mal, und dann sollte es passen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal hier um die Zwiebeln. Dann nehmen wir uns einfach mal drei Zwiebeln daher, schälen uns die. Genau, Nummer 1, 2, 3. Ja, jetzt bekommt man auch den Karamell. Der Duft in die Nase. Ne? Du siehst halt hier in der Ecke, wird doch schon sehr dunkel. Ne? Siehst du das? Ja. Ich denke, jetzt ist es Eisenbahn. Aufgießen. Genau, weiter. Sehr gut. Ja, da kann ruhig noch was rein. Und stopp. Genau, jetzt lassen wir das einfach vor sich hinköcheln. Ne? Das heißt, wir reduzieren jetzt den Apfelsaft, ich sag mal, um die Hälfte ein. Ne? Abbinden werden wir die ganze Geschichte dann. Nicht mit Gelierzucker. Das wäre jetzt eine Option. Wir nehmen heute einfach mal einen Agar-Agar dazu. Und Agar-Agar ist im Prinzip die pflanzliche Variante. Ne? Die pflanzliche Variante, um Sachen abzubinden, wenn man natürlich auf Gelatine, tierische hergestellte Gelatine im Prinzip verzichten möchte, dann nimmt man sich da einfach den Agar-Agar daher. Soll ich dir bei den Zwiebeln mithelfen? Du kannst dir, wollen wir mal gucken, wie du Zwiebeln schneiden kannst. Ne? Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Lehrunterweisung. So, warte, Schüssel weg. Das nehmen wir weg hier. Bam. Gibt es jetzt hier eine kleine Lehrunterweisung für Zwiebel schneiden. Na, im Endeffekt erstmal halbieren, ist klar. Ne? Jetzt schaust du dir ganz einfach, wo ist der Strunk der Zwiebel, ne, der Wurzelansatz. Wenn du Rechtshänder bist, legst du den links rüber. Ne? Jetzt wollen wir Würfel haben. Das heißt, schneidest du hier erstmal Streifen, ne? Aber nie bis ganz hinten durch, sondern hörst kurz vorher halt auf. Ne? Und jetzt kommt es darauf an, wie groß deine Zwiebelwürfel sein sollen. Machst du hier den Querschnitt, Nummer 1. Nummer 2, Fingerhaltung, Tigerkralle, ne? Daumen nach hinten, Mittelfinger für das Messer. Ne? Also hier geht's Messer lang. Und jetzt schneidest du hier einfach deine Würfelchen. So, und wir in der Küche, sage ich eigentlich immer wieder, nehmen das Endstück nicht der Wurzel, weil das wird im Prinzip für eine Brühe, Soße oder wie auch immer als Ansatz genommen. Das legen wir einfach beiseite. Wir brauchen nur die feinen Würfelchen. Ansonsten, wie hättest du es gemacht? Genauso. Ja. Ich nehme jetzt mal hier noch einen Knoblauch daher und dann denke ich mal, können wir schon fast den Ansatz machen für unser Schweizer Nationalgericht Elblomegröne. Und zwar haben wir uns hier einen Topf daher genommen, da kommt erstmal ein bisschen Öl rein, das können wir ja schon mal so langsam erwärmen. So. Genau. Gut, hier, das köchelt vor sich hin. Wie stehst du zu Knoblauch, Moritz? Ich esse sehr gerne Knoblauch. Knoblauch ist sehr, sehr gesund. Ne? Sehr, sehr gesund. Und wenn du jeden Tag Knoblauch isst, hält das natürlich dich auch und dein Körper komplett fit. Ne? Antibakteriell und hält auch Leute vor dir fern. Ne? So, ihr Lieben, jetzt gibt es Schinken. Schinken, hier haben wir natürlich ein Bündnerfleisch dabei. Das ist im Prinzip ein trocken gereifter Rinderschinken. Ne? Gibt es auch eine Story dazu. Graubünden bin ich ja gewesen in Arosa während meiner
Saison in der Schweiz. Und da war gerade Nagano gewesen. Nagano war 1998, oder? 98 Nagano, Olympische Winterspiele. Und ich kann mich noch daran erinnern, Jan Simmen ist damals in der Halfpipe Olympiasieger geworden. Und der kam direkt aus Arosa. Und da gab es natürlich eine Zeremonie, werde ich nie vergessen in meinem Leben, an dem einen Nachmittag, wo er wieder nach Hause kam. Ganz Arosa war auf den Beinen. Ne? Wir natürlich auch, ne? Weil wir gehörten ja nun mit zu Arosa in der Hinsicht. Und Jan Simmen wurde im Prinzip mit einem Fallschirm, kam der in Arosa reingeglitten halt. Ne? Mega. Und was hat er bekommen? Jan Simmen wog, glaube ich, um die paar 60 Kilo. Er hat bekommen paar 60 Kilo Bündner Fleisch. Mega. Eine Mega-Aktion fand ich riesig. Ganz Arosa hat getobt, ganz Arosa hat gefeiert, weil Jan Simmen Olympiasieger wurde. Eine Mega-Aktion. Ich habe mich auch ein bisschen im Snowboarden probiert. Ich habe es dann gelassen, weil dann doch lieber die zwei Bretter für mich interessanter waren. Gut. Also, die Schinkengeschichte, also das Bündnerfleisch und einen Speck, einen guten Bauchspeck, habe ich jetzt hier, den schneide ich einfach nur in feine Streifen. Hier als kleiner Tipp für euch zu Hause, auch für dich Moritz, wenn du Speckstreifen schneiden möchtest, am besten noch mal kurz vorher in den Frost legen, ein bisschen anfrieren lassen, dann lässt er sich besser schneiden. Na, feiner schneiden auf jeden Fall. So, beim Knoblauch sieht es gut aus bei dir? Knoblauch ist fertig. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben Zwiebelwürfel, wir haben Knoblauch, wir haben den Bündner, das Bündnerfleisch und den Schinkenspeck. Jetzt wechseln wir ganz einfach mal die Seiten, weil du sollst kochen. Na? Ich gebe dir mal hier die ganze Geschichte schon in den Topf rein. Vom Ansatz her, Moritz, machen wir ganz einfach. Hast du hier ein Rührgerät. Schön glasig anschwitzen. Wir lassen jetzt erstmal den Schinkenspeck und den Schinken halt aus, ne? Dass wir schön Kraft kriegen, Power kriegen in den Topf. Wenn das so ausgelassen ist, gibst du die Zwiebelwürfel mit dazu und den Knoblauch. Schön glasig anschwitzen, nicht anbraten, also keine Rösterung, ne? Ne? Wenn das dann fertig ist, dann nehmen wir es raus. Da hast du dort hier deine Schaumkelle, ne? Mhm. Das hier. Und gibst im Prinzip den ganzen Ansatz, also Schinken, Zwiebel, Knoblauch, in eine Schüssel. Genau. Machen wir. Ja? So, was hast du denn für eine Vorstellung, Moritz, wenn du die Ausbildung des Koches beginnst, je nachdem, wo du die natürlich machst, wie das dann so vonstatten geht? 3 Jahre, das weißt du ja schon, duales System, das heißt Praktiko, also ein Ausbildungsbetrieb und natürlich auch schulische Ausbildung, ne? Also theoretische Ausbildung. Wir haben uns in der Schule, wir hatten da eine berufsorientierende Woche. Mhm. Und da haben wir den Beruf Koch noch mal etwas näher kennengelernt. Ich weiß, dass der Beruf sehr stressig ist. Und bei der Ausbildung, muss ich sagen, vielleicht kannst du mir ja da was erzählen. Klar. Was wir dann in der Berufsschule machen. Also ich habe gehört, wir machen Getränke und sowas Ernährungslehre? Wie, genau, Getränke richtig. Und Ernährungslehre. Kannst du mir da was erzählen, was ihr da zum Beispiel gemacht habt? Also in der Ernährungslehre tust du natürlich aufbauen, ne? Als wie viel Stärkeanteil. Chemie spielt da eine große Rolle. Wie bist du in Chemie? 2. Chemie ist auch einer meiner Lieblingsfächer. Sehr gut. Also gehört auf jeden Fall dazu. Das heißt, Nahrungsmittelchemie gehört auch mit dazu. Das heißt, also Inhaltsstoffe von Produkten halt, was ist wo drin, welche chemische Zusammensetzung, wie ist der Aufbau etc. pp. Das kommt halt mit rein in der Ernährungslehre. Es gibt natürlich auch Sport, gehört natürlich auch dazu, Mathematik. Mhm. Deutsch ist auch mit dabei. Du kannst jetzt hier schon die Zwiebeln dazugeben. Was ist noch mit dabei? Praktikum habt ihr auf jeden Fall. Was heißt Praktikum? Eine praktische Schulküche habt ihr mit drin, wo ihr halt auch kochen werdet.
Ne? Kommt darauf an, wo du dann wahrscheinlich in die Berufsschule gehst, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das wahrscheinlich Dresden sein wird. Ja. Was habt ihr noch? Fachfranzösisch? Du hast mir vorhin gesagt, Französisch war bei dir jetzt in der Sprache noch nicht dabei, oder? Nee, hast du schon? Ich hatte ein Jahr Latein auf dem Gymnasium. Ja. Aber ich bin dann runter, weil das mit der Fremdsprache, das hat sehr gehakt. Okay. Ja, Fachfranzösisch gehört natürlich zum Beruf eines Koches dazu, weil natürlich die klassische Küche mit französischen Fachbegriffen gesprochen wird. Ja, das heißt, die Soße, die Brühe, das wird halt nicht Soße und Brühe genannt, sondern da gibt es eben halt für die Brühe halt die Consommé oder die Jus ist im Prinzip die Grundsoße. Dann wird natürlich das ganze Gemüse etc. pp., die ganzen Beilagen, Garnituren, wie auch immer, sind alle in Französisch im Ursprung. Ne? Ja. Und das muss man natürlich komplett dann halt auch lernen. Aber es macht Spaß, sag mal für mich zumindest, weil ich in der Hinsicht mit Sprachen überhaupt kein Problem hatte. Ich habe in der Schule Russisch gelernt, ich habe in der Schule Französisch gelernt. Meine zweite Sprache, meine Muttersprache ist die ungarische Sprache. Also ich möchte sagen, dass mir im Prinzip Sprachen liegen. Ja? Von daher, wenn dir Sprachen liegen, wenn dir das Spaß macht, dann bist du da gut aufgestellt. Ansonsten, in der Ausbildung natürlich, kannst du jetzt nicht vorstellen, dass du vielleicht am ersten Tag, je nachdem, wo du deine Ausbildung machst, gleich an den Herd gehst und kochen darfst. Mhm. Gibt erstmal diese Grundausbildung halt, ne? Also es kann immer passieren, zum Beispiel war es bei mir so gewesen, ich habe im Hilton in Dresden gelernt, da bist du halt im ersten Lehrjahr mal im Lager tätig, ne? In der Gemüsevorbereitung, das heißt Salat putzen, die ganzen Gemüsesorten halt, Lager, welche, wie werden die gelagert, wo werden die gelagert, in welchem Kühlhaus etc., bei wie viel Temperatur, bei wie viel Grad, das spielt natürlich auch alles eine Geige. Ne? Also das richtige Kochen an sich, je nachdem welches dein Ausbildungsbetrieb ist, beginnt eigentlich nach der Ausbildung. Ja? Genau. Das heißt aber nicht, dass ihr nichts kochen werdet, weil ihr habt natürlich auch Lehrunterweisungen in der Hinsicht, ne? Also wo dir Sachen beigebracht werden, wie man Schmorgerichte, wie man eine Galantine macht zum Beispiel, in Geflügel halt gefüllt als Pastete. Ne? Das sind so Sachen, die man in den Lehrunterweisungen halt beigebracht bekommt. Ne? Genau, das kannst du jetzt rausnehmen. Und dann würde ich sagen, werden wir mal hier zu unserem Apfelfond noch ein bisschen Apfelsaft dazugeben. Den nehme ich mir mal von dir hier. Na, das kannst du noch mit rausnehmen. Dann habe ich hier eine Brühe da. In dem Fall ist es eine Brühe von einer geräucherten ungarischen Haxe. Prost, Robert. Nein, aber das habt ihr jetzt gerade vielleicht gehört, dieses Klacken. Ich mache mir gerne immer, wenn ich eine Brühe koche, solche Flaschen, solche Milch-, Sahneflaschen, ganz einfach auf Vorrat voll. Dann habe ich immer mal was da, wenn ich was benötige. Ob es eine Geflügelbrühe ist vom Frikassee oder vom Huhn, was ich abgekocht habe, oder von einem Tafelspitz, von einem Rindertafelspitz, habe ich dann im Endeffekt eine Rinderbrühe halt auf Vorrat da. Also bei mir im Kühlschrank zu Hause habe ich immer jeweils 2-3 Flaschen von irgendeiner Brühe definitiv da. Genau. Jetzt geht man hier die Brühe rein. Ne? Und ein bisschen Fett mitgeht, das ist nicht schlimm. Fett ist Geschmacksträger in der Hinsicht. Und wir geben hier einen Rahmen dazu. So. So, Moritz, jetzt geben wir hier zu der ganzen Geschichte, wenn das dann kocht, geben wir die Kartoffelwürfel dazu und unsere Pasta. Also im Prinzip wird Kartoffel und Pasta im gleichen Ansatz gekocht. Halt nicht separat, sondern wirklich im gleichen Ansatz. Was immer ganz wichtig ist, das musst du dir als erstes genau merken. Ordnung. Und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist das A und O in der Küche. Ja? Das heißt, wenn du ein Brettl hast,
das, was du nicht mehr brauchst, stellst beiseite, nimmst dir einen Küchengräb, machst dein Brettel sauber und die Zwiebelabschnitte kannst du jetzt hier reinmachen. Gut, das war mein Fehler, weil ich dir vor uns gesagt habe, wir legen uns am Rand. Genau, und dann immer Arbeitsplatz sauber halten. Das mal schon so zur Info. Wenn du irgendwo ein Praktikum machst, was immer gern gesehen wird, Moritz, gleich mal so als Info vorab, machst du ein kleines Eimerchen fertig. In den Eimer kommt ein Lappen rein, ein bisschen Spülmittel, ne? Nur so als Info für dich, mal abspeichern, dass du immer unter deinem Arbeitsplatz einen Eimer mit einem Lappen hast, wo du mal zwischendurch dein Messer abwischen kannst, dein Brettel abwischen kannst. Das ist wirklich wichtig. Ne? Würdest du mir da bitte gleich mal ein Stück Küchenkrepp reichen? Guck mal bei dir, das beißt dich gleich. Jetzt geht man hier zu unserem Milch- oder unserem Sahne-Brühansatz noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ihr wisst ja, welcher Pfeffer das ist, ne? Und zwar ist das hier. Ich mache dir hier mal was auf die Ecke. Du kannst es mal probieren. Das ist einfach, genau. Scharf? Auf jeden Fall. Und ich würde noch sagen, Kräuter? Ich kann aber nie genau rausschmecken, was. Es sind drei Pfeffersorten. Trink mal einen Schluck, genau. Also von der Schärfe her, also mal, wenn du es so pur probierst, okay, dann ist der Schärfegrad da, keine Frage. Aber ansonsten gibt der unserem Gericht hier einen sensationellen Geschmack. Wir haben hier einen bengalischen Langschwanzpfeffer drin, wir haben einen Telicherry-Pfeffer und den Kubeben-Pfeffer. Leute, das müsst ihr unbedingt probieren. Und es ist wirklich ein Allrounder zu jedem Gericht. Ob auf meinem Steak, in meiner Soße, in meinem Tomatensalat. Robert, du hast letztens Tomatensalat gemacht mit schwarzem Gold. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch was vor. Wir werden mal so kleine Musterpäckchen fertig machen. Und dann schickt mir ganz einfach mal unter den Kommentaren, also unten in den Kommentaren, ganz einfach mal hier einen Daumen hoch, Interesse. Und dann treten wir mit euch in Kontakt. Das Einzige, worum ich euch bitten würde, ganz einfach, das Porto würde ich euch ganz einfach in Rechnung stellen, wie auch immer. Aber ansonsten bekommt ihr so eine Probe zugeschickt und dann solltet ihr es auf jeden Fall mal testen und ihr werdet es nie bereuen. Das verspreche ich euch. Und wenn der Ritzi was verspricht, dann ist das so. Ne? Gut, also, du kriegst, Moritz, heute kleiner ein kleines Probepäckchen mit. Da kannst du zu Hause mal, wenn du wieder Eiergerichte, ist das was für dich? Ja. Rührei? Rührei. Mach mal ein schönes Rührei. Jeden früh? Jeden zweiten. Okay. Mal schön ein bisschen schwarzes Gold rein. Und dann tust du mal das Bild mal posten. Ne? Du hast auch ein Instagram gehabt. Genau. Du musst mal posten, Rührei mit schwarzem Gold. Mega. Gut. Also, Arbeitsplatz ist sauber. Jetzt kannst du hier auf jeden Fall als nächstes Kartoffeln zugeben. Was passiert hier? Geht hier auch schon was los? Und rein damit, rein. Da gibt es nämlich eine Devise. Schnell schütten ist die Devise. So. Und die Nudeln auch gleich mit hinterher. Und die Nudeln auch mit rein. Hierbei ist natürlich wichtig, ihr müsst beachten, dass die Kartoffelgröße, ne, und die Nudelgarzeit, also dass die Garzeit ungefähr 1 ist. Ne? Es würde jetzt keinen Sinn machen, hier die Kartoffeln im Ganzen reinzumachen und die Nudeln. Und nach 9 Minuten ist die ganze Nummer halt nicht fertig, weil die Kartoffel ganz einfach zu groß ist. Ne? So, also wir haben jetzt hier ausreichend Flüssigkeit drin, um unser Gericht, unsere Nudeln, unsere Kartoffeln zu garen. Da machen wir natürlich einen Deckel drauf. So, das läuft jetzt hier vor sich hin. In der Zwischenzeit, Moritz, haben wir hier noch den Gruyère. Kennst du Gruyère? Käse. Jawohl, den Schweizer Bergkäse. Schneiden hier das Rämpftel ab, ne? Halbieren den mal so. So, für jeden ein Stückel. Eins von Robert. Nix ist. Deins? Mhm.
Also, den muss man mögen halt, ne? Ich muss sagen, ich mag eher würzigen Käse. Mein Vater damals, der hatte immer, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, der war auch ein riesen Käsefanatiker. Und da hatten wir dann immer abends Armbrot gegessen und dann ging die Packung auf und wirklich die ganze Küche hat danach gestunken. Und der hat ihn geliebt und ich habe den gehasst. Aber mittlerweile muss ich sagen, so würziger Käse kann auch mal stinken. Schmeckt gut. Ja, umso mehr auch stinkt, umso würziger und geschmacksvoller ist er natürlich auch, ne? Also wir reden hier nicht von einem langweiligen Käse, sondern eher mit Ausdruck halt, ne? Welcher zum Beispiel auch richtig cool war damals, erinnert ihr euch noch an Robert, die Folge Robert mit, wie hieß der Käse? Was, Bälle? Nee, der hieß, wie hieß denn der Mensch? Katastrophe, fällt mir gleich wieder ein. So, hier, schön über die Reibe, ne? Alle beide Stücken. Mensch, wie hieß denn der Käse? Nein, den meine ich nicht. Hieß der Alfons? Nee, Alfons hieß der Uni. Zetschi, kannst du mal bitte unten kommentieren nochmal, wie der Käse hieß? Ja, das kriegst du da bestimmt hin oder schick mir einfach mal irgendwo hin was. Ne? Genau. Werden wir gleich mal testen, ob der Robert sich das anguckt, oder? Genau. Der fing mit A an, glaube ich. Anton. Anton war's. Tatschi, du bist raus. Gut, also hier. Agar-Agar nehmen wir uns jetzt hier daher. Na, ein pflanzliches, also hier aus einer Alge gewonnenes Bindemittel. Hierbei ist wichtig beim Agar-Agar, dass es wirklich einmal 5 Minuten so circa aufkocht, na, damit im Prinzip auch dort eine Bindung dann entstehen kann. So, jetzt geben wir hier die Äpfel, die geschnittenen, hier auf das Blechel. Der Boskop neigt natürlich auch gern dazu, hier ein bisschen zu bräunen. Wir machen es mal anders, wir geben es hier rein, lassen sie hier drinnen mit aufkochen. Was macht denn unsere Kartoffelnudel? Jetzt fängt an zu kochen, ne? Dann müssen wir gleich nochmal nach unserem Nudelwasser kochen. Nudelwasser schauen hier, was das hier macht. Das ist kurz vorm Kochen. Und hierbei ist jetzt natürlich auch immer wichtig, gleich am Anfang zu salzen. Ne? Genau, alles, was ich jetzt am Anfang nicht dazugebe an Würze, an Salz, ne? Beim Pasta-Kochen, kriege ich nie wieder in diese Nudel rein. Kann ich machen, was ich will. Und nichts ist schlimmer als wie eine fade Nudel. Oder, Moritz? Isst du gerne Nudeln? Ja, gerne. Was gibt es da für eine Soße bei dir dazu? Am liebsten? Am liebsten Tomatensauce. Nur Tomatensauce. Klassisch? Ja. Okay. Sehr gut. So, hier Apfelkompott. Na, wenn das jetzt aufköchelt, der Apfel gibt natürlich auch noch Flüssigkeit ab. Na? Und somit wird natürlich der Sud noch ein bisschen mehr. Köchelt das hier? Ja. Genau, das passt. Also hier oben aufschneiden und dann rein damit. Na? Ich mache inzwischen mal hier einen Ofen an. So, sehr gut sieht's aus. Jetzt kosten wir nochmal unser hier Apfelragout. Löffel für dich. Küche ist auch immer wichtig, immer einen neuen Löffel dann nehmen, ne? Schöne Süße, schöne Säure. Hier gibt es natürlich auch in der Alpenregion mehrere Varianten. Der eine macht es lieber als Apfelmus, also pürierte Variante oder eher stückig. Ich habe es als stückige Variante kennengelernt.
Und das passt jetzt also. Ausschalten. Wir wollen es warm lassen, deswegen lassen wir es einfach mal dort in dem Topf drin. Und genau, den Deckel nehmen wir gleich mal ab. Beim Nudeln kochen. Sehr gut. Gut. Pasta, wollen wir mal probieren hier? Hier drehen wir mal ein bisschen zurück, weil die Flüssigkeit sich jetzt natürlich auch im Endeffekt ein bisschen verdünnisiert. Wir gucken mal hier nach so einer Kartoffel. Mhm. Du probierst eine Nudel. Biss? Ja. Sehr viel Biss? Nee. Ich würde sagen, 2 Minuten noch. Gut, also machen wir hier eine kleine Stufe. Dann können wir hier das mit dazugeben und den Käse runterziehen, mit runterziehen. Na? Jetzt schon alles rein? Genau. So, jetzt läuft der Käse natürlich auch so schön breit. Mega, 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 mega. Jetzt lassen wir hier nochmal einen Löffel sprechen. Der Robert, der wird sich freuen hier. Sehen Sie, was wir hier noch machen? Wir geben mal noch ein bisschen Flüssigkeit zu und das machen wir gleich mit dem Pastawasser. Traumhaft. So, jetzt machen wir hier noch eine schöne Kelle von unserem oder? Deckel drauf. Dann nehmen wir uns ein bisschen was hier vom Rosmaringe. Und ein bisschen was von der Kresse, oder? Scambaro. Du erklärst vielleicht nochmal für die Zuschauer. Habe ich doch schon. Scambaro ist eine italienische Pasta. Eine Pasta, Pasta, Pasta kommt aus Venetien, also aus der Venediger Region und wird im Prinzip dort aus den Getreidesorten aus der Umgebung halt auch produziert in einer Fabrik. Genau, die wir uns wahrscheinlich dann am Anfang nächsten Jahres irgendwann mal als Rizzo on Tour auch mal anschauen werden. Ne? Hi, Moritz. Im Niggi? Der Niggi im Niggi. Genau, ich habe gehört, du machst ja auch ein bisschen was mit Kartoffeln. Ist mit dabei und so eine Kartoffel ist ja eine runde Sache und deswegen habe ich gedacht, mache ich heute mal einen runden Tischkranz, passend auch zum Herbst, ein bisschen mit Hortensie, Kürbis hatten wir ja auch das letzte Mal schon mit dabei, ja, und das Ganze einfach zum Abtrocknen als passender Tischschmuck für die ganze Herbstsaison. Genau, das ist mein passendes. Schöne Worte. Meine passende Deko zu deinem Gericht. Mega! Ja. Wie immer? Haben wir gut gemacht. Gut gemacht, ja. Ne? Definitiv. Hat Spaß gemacht? Ne? Ja, sehr. Ja. Moritz? Alles gut? Ja. Aufregung ist weg? Ja. War schon weg am Anfang, oder? Ja, da ging's. Haben wir gar nicht gemerkt. Perfekt. Hat mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du hier sein durfte. Auf jeden Fall schmecken lassen, ne? Niggi, dir auch nochmal ganz vielen lieben Dank. Und hier, den gibt es heute wieder irgendwo. Ne, morgen dann, oder? Morgen. Richtig, genau. Also, ihr Lieben, wir würden uns freuen, wenn er mal nachkocht. Mein Schweizer Personalessen. Elbler Macrone mit Apfelkompott. Die Blumen gibt es bei der Niggi. Schön hier Ausbildung. Vielleicht ergibt sich noch was mit Moritz, dass wir hier noch eine kleine Hilfestellung geben können während der Ausbildung. Falls ihr Fragen haben solltet, dürft ihr natürlich gern an den Rizzo rantreten. Ich bin für euch da. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.